Ibiza Ulic ist ja Publikumsliebling, ist noch nicht so sicher, ob er geht. Würdest du ihn gern noch bis zum Ende der Saison in Hamburg sehen? Also das kann ich wirklich nicht beurteilen, dafür müssen wir ihn jeden Tag im Training sehen. Hat ja nicht viel gespielt, da wird es seine Gründe für geben. Und ja, das ist, man muss, also wenn man die Chance hat, das Geld neu zu investieren, dann sollte man das sicherlich tun. Aber wie gesagt, dafür müsste man ja jeden Tag dabei sein, um das besser beurteilen zu können. Was glaubst du, wo der HSV am Ende der Saison jetzt landet? Waren sehr turbulente Zeiten. Jetzt hat man das Gefühl, es ist wieder ein bisschen mehr Ruhe und Strategie reingekommen. Glaubst du, Mittelfeld wird realistisch sein? Also ich drück's mal in Punkten aus. Ich denke 40 plus X. Also viel mehr als 40 wären es vielleicht nicht, aber damit wären, glaube ich, die meisten schon zufrieden. Langfristig gesehen, wo siehst du da den HSV? Ja, das geht nur Step by Step. Also natürlich sieht man das in der Bundesliga, dass es immer wieder Vereine gibt, die dann auch mal auf einmal vorne mitspielen. Dieses Jahr ist es Hertha zum Beispiel. Also das kann dem HSV auch passieren, aber das kann man nicht planen. Ansonsten geht die Entwicklung sicherlich in kleinen Schritten voran. Wenn sie dann vorangeht, sind auch alle zufrieden, wenn es nächstes Jahr, ist zwar noch sehr weit hin, wenn es dann ein paar Punkte mehr wären als 40, aber die Zeiten sind vorbei, wo man irgendwie kurzfristigen Erfolg planen kann mit überschaubarem Geld. Momentan wird viel über die Premier League gesprochen, Stichwort Geld. Hast du Angst, dass da die englischen Vereine deutsche Stars verstärkt wegkaufen könnten? Die bezahlen es ja meist mit viel Geld. Also das ist ja immer dann die Gelegenheit auch für die Deutschen, sich entweder zu sanieren oder neue Spieler zu kaufen. Grundsätzlich macht ja mehr Geld die Spieler nicht besser. Also ich glaube, wir haben viele Talente in Deutschland, die das dann auch wieder auffangen können. Also mach mir da nicht so viel Geld. Die sollen ruhig viel Geld bezahlen, dann freuen sich die Vereine, Berater und Spieler und alle, die da mitschnappen. Also zwischen den Zeilen hast du gerade das schon angesprochen, dass die Jugendarbeit die Antwort darauf sein könnte, dass man verstärkt da reingeht. Siehst du da beim HSV noch Verbesserungspotenzial? Natürlich erwartet man in Hamburg immer, dass jetzt mal der große Star kommt aus den eigenen Reihen. Und wenn man sich die letzten Jahre anguckt, hat es ja genug Spieler gegeben, die dann auch den Sprung in die Bundesliga geschafft haben. Meistens nicht beim HSV, aber es gibt die Talente, der HSV hat sie ausgebildet. Jetzt liegt es einfach daran, die dann auch zu halten. Also ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass es da in absehbarer Zeit mehr Hamburger dann irgendwie beim HSV gibt. Wie lange die dann bleiben, ist ja dann immer noch eine andere Frage. Das hat dann mehr mit dem Markt zu tun. Mit dem Torhüterauge, gibt es einen jungen Torhüter, wo du sagst, der könnte mal ein ganz großer werden aktuell in der Bundesliga? Ja, wir haben ja sehr viele gute Junge, ob das Karius ist oder Leno. Ter Stegen ist schon bei Barca gelandet. Horn ist ein überragender Torwart. Also, wenn ich Bundestrainer wäre, würde ich dann Manuel Neuer haben und die anderen würde ich morgens immer aus dem Hut irgendwie ziehen, also losen. Das ist gute Tradition total in Deutschland mit den Torhütern. Genau. Würdest du generell jungen Leuten und auch jungen Torhütern, du hast Ter Stegen angesprochen, raten, ins Ausland zu gehen, früh den Schritt zu wagen? Ja, das ist dann immer eine Frage des Einzelfalls, weil im Fall Ter Stegen ist es natürlich so, er spielt bei Barca, hat auch die Champions League gewonnen, aber ist auch nicht ganz zufrieden, weil er nicht so viel Einsatzzeiten kriegt. Bloß, wo soll er jetzt hin? Da gibt es ja fast den nächsten Schritt nicht. Vielleicht HSV dann noch, aber nein. In dem Fall ist es schwierig, aber ich glaube, es gibt schlimmeres Elend.